Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Und wir starten diesmal auf der Farm und alle vier zusammen. Dann ran an den Jen, würde ich sagen, wa? Aber der Killer wird bestimmt zuerst hier hinterkommen. Wir werden sehen, ob der Killer kommt oder nicht. Und an dieser Stelle hacke ich mal ein in das Video, denn ja, das ist jetzt eine etwas andere Folge DBD diese Woche. Es ist da ein kleines Unglück passiert. Ich habe mit der Tina aufgenommen und habe dann beim Erstellen des Videos festgestellt, dass mein Ton fehlt. Ja, ich habe Freitag, wer meine Streams guckt, weiß, dass am Ende jetzt ich die letzten Wochen immer noch so ein Lied habe laufen lassen und damit man mein Gelaber im Hintergrund nicht hört, wenn ich mich mit meinem Mann unterhalte oder so, mache ich immer das Mikro aus. Ja, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Ja, das Mikro war aus. Und ich habe mit Tina ganz normal gesprochen, wie immer über Discord. Und da das ja über ein anderes Medium läuft, wie das Aufnahmeprogramm, ist das nicht aufgefallen, dass mein Mikro aus war. Und ja. Ich versuche das jetzt ein bisschen nachzuvertonen. Ich reagiere jetzt auf das, was ich sehe und hoffe, dass ich nicht immer mit Tina dazwischen quatsche, weil ihr Ton ist ja da, sie hört man. Es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt zwischendrin irgendwelche Sachen erzählt, die absolut sinnfrei sind, weil mein Part dazu fehlt. Also ja, ich versuche das jetzt mal nachzuvertonen, aber ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir werden sehen. Das ist richtig. So, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Kein Killer in Sicht. Ja, Jen geht mega schnell. Das ist halt, ne, wenn du zu viert an dem Jen sitzt. Ja, Ich ich habe glaube, gerade. Susi ist 6 Runden am Stück entkommen oder irgendwie sowas. Ja, wir haben gerade über Freitag geredet, über den Stream. Da bin ich wirklich Es ist halt schon x-mal die. entkommen. Und was machen wir Ach, hier? schade. Wir hocken hier mitten random auf dem Feld und. Ich dachte, es fällt nicht auf, wenn ich mit meinem lila gemusterten Hemd einfach mal im Gras hocke. Und dann bist du Ja, an mir vorbeigeschlichen. kam der Trappy einfach mal so und renn jetzt hier ins Haus und hier ist die Stelle, wo mir einfällt gleich, dass ich mich selber nicht heilen kann, weil ich ja keine Selbstfürsorge mit habe, sondern ich bei der Kate die innere Kraft mitgenommen habe und für die innere Kraft braucht man ein Totem. Also man muss das Totem kaputt machen und dann kann man sich in den Schrank stellen und sich heilen. Und ja, dann ist man schneller hochgeheilt wie mit der Selbstfürsorge. Aber man muss halt vorher immer ein Tote machen. Wo ist der denn? Ich habe die ganze Zeit Herzschlag. Ah. Ja. Ach, der Druid dabei. Der Bob. Die Tina wieder, ne? Da ist ein bisschen toxisch. Bob, bob. Ah ja. Da ist einer in die Falle gelatscht. Wir heilen uns jetzt mal eine Runde im Schrank. Ihr seht das gut ganz rechts, dass bei dem Perk da so wie so eine Uhr läuft und Ja. dann. Tada! Voll. So. Ich zieh mal den Jen hier durch und dann hole ich sie. Oder auch nicht, der kommt nämlich zu mir, der Droppy Boy. Ich muss weg. Gut. Mann, Die haben der Jen, der Haken. war voll weit, aber durch Ruin. Ich gehe ins Haus. Ich weiß nicht, wo du bist. Klar. Tina. Oh, hier liegt eine Falle. Oh Mann, nein, was mache ich? Es ist richtig blöd, was ich hier gemacht habe. Richtig blöd. Tina hat Bin es der immer. Falle ausgewichen und dann bin ich fast in den Keller gerutscht und dann. Dritter Versuch. Tina hat es immer Der hat drauf, schon einmal daneben geschlagen. mit dem Killer zu mir Ist zu keine kommen. Palette mehr. Schade. Ja, also ich sag, Tina hat es immer drauf, mit dem Killer irgendwie in meine Richtung heranzukommen. Na, vor Da allem ich der dann. andere ist in die Falle gelatscht. Hat der Fallen, die sich selbst wieder aufstellen? Das weiß ich nicht. Wobei, na gut, okay, er kann die auch aufgestellt haben, als er die gehangen hat. Er geht, glaube ich, Richtung Haus. Also der Jen hier im Feld, der war echt weit. Da geht jetzt, glaube ich, die wieder hin, die gehangen hat. Ja, ich versuche jetzt erstmal den Jen hier zu machen, offensichtlich, ohne Tina zu Es kommt helfen. aktuell niemand.
jemand zu... Doch, die rennt weiter. Okay, es kommt jemand. Bitte. Dann zurück an den Jen. Boah, es ist echt schwierig, ne? Ich weiß gerade nicht, was ich so richtig erzählen soll, weil ich auch nicht weiß, wann Tina wieder erzählt. Und dann quatschen wir wieder durcheinander. Das ist halt auch ein bisschen blöd. Okay, Tina ist gerettet worden. Ich glaube, den Jen habe ich jetzt da noch... Hier ist ein brennendes Totem. Wird Ruin sein, ne? Weil wir haben ja Ruin. Aber der Peter ist hier irgendwo. Was hat sie denn heute nur mit den Namen bei dem Killer? Bob, Peter. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen während der Aufnahme. Ja. Also ich scheine meinen Jen durchziehen zu können. Ach, Tina hängt zum zweiten Mal, es ist ja bescheiden. Wieder Richtung Haus, aber es ist halt auch nicht schwer, Richtung Haus zu gehen, weil ich hänge am anderen Ende der Map. Also er geht so oder so, er ist wieder bei mir. Er trappt, nee, er steht einfach nur da, jetzt geht er wieder. Hm. Mein schöner Jen im Feld, der war so weit. Ja, ist dumm gelaufen, ne? Also hier am Mähdrescher ist halt auch Ruin. Das ist doof. Ich mach mich mal auf, die Tina zu retten. Und geh ihr mal. Er jagt, glaube ich, da vorne die näher. Hilfe. Langsam fast wird es bald knapp. Ja, mehr als rennen kannst du nicht, ne? Gar nirgendwo, der ist wieder gegangen. Der hat bloß. Willst du hier Ruin machen? Ich weiß, dass ich da gesagt habe, ja, ich mache ihn weg, geh du weg und heil dich. Das weiß ich noch, dass ich das da zu ihr gesagt habe. So. Vor allen Dingen, ich habe mit der Kate... Hinter hier am Rand lang, hinter so einem Holzding. Ja, da habe ich sie gefragt, wo sie hin ist. Ja. Ich hab Selbstversorge. Da hatten wir halt gestern wirklich abends gespielt. Das war jetzt auch so dumm, ne? Also, in der Runde habe ich es echt drauf gehabt, dem... Da hatten wir zwei Mates, zwei Fremde, die uns halt im Afterchat richtig blöd angemacht haben, dass wir doch städtische Umgehung dabei haben. Also, die waren, glaube ich, Rang 2 und 3 oder so. Und die haben uns also wirklich beleidigt, würde ich das sogar sagen. Weil wir städtische Umgehung dabei haben und weil wir uns angeblich die ganze Zeit nur versteckt hätten. Alle links von mir und alle rechts von mir gleich auch noch. Aber wenn man mal ehrlich ist, wer hat denn die letzten zwei Gens angemacht? Das waren wir. Und dann denke ich mir... Ich wollte eigentlich gerade eben sagen, ich bin in der Runde rumgerannt wie besoffen, ist oder? Aber nix. Also ich bin dem Killer entweder mal voll ins Gesicht gerannt oder ich bin dumm gerannt. Er geht auf mich. Ich bin dann tot am Haken, aber ist okay. Tina opfert sich. Er handelt sehr altruistisch. Ich habe ja gerade noch Milo bei mir. Oh, der Jenny, du bist gleich an. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt abgeschmiert... Nee, er folgt mir. Ja, also sorry für die Milo-Geräusche, aber... Geh ins Haus. Er ist jetzt hier bei mir, weil eigentlich ist das jetzt seine Spielzeit, die jetzt für das Nachvertonen drauf geht. Deswegen ist das gerade ein bisschen doof. Ich glaube, Ash ist hier, aber ich bin tot, Ash. Das bringt jetzt nichts. Alter, da habe ich die Fallen weggemacht, damit nicht noch einer im Feld in diese blöden Fallen rennt. Er kommt zu dir, wenn du dort die Fallen machst. Ich könnte mir vorstellen, dass der Nöte dabei hat. Hab ich mir auch. Im Moment hat jeder Nöte dabei. Ich gucke auf jeden Fall zu, wenn ich kann. So, der letzte Gen wieder, ne? Also... Das kann jetzt ja eigentlich wieder nur schief gehen. Die Nea ist am Kuhbaum. Und der Ash macht einen Totem. Oh, Nea, das wird nix.
Sie hat versucht, die Falle zu entschärfen, die in der Palette liegt, aber dann kam er schon. So. Ja, ich versuche jetzt den Jen zu machen, weil es ist jetzt nur noch der eine, der fehlt. Und dann, ja, gucken wir mal, ob wir es noch rausschaffen, wa? Ja. Ja. Du wirst einfach ein bisschen DBD spielen und die werden so böse, also wir haben die dann auch gemeldet und bei Steam blockiert, weil das war halt wirklich nicht mehr nett. Also. Ja, das waren einfach wirklich zwei richtige Arschgeigen, die uns dann diesen After... Das muss halt nicht sein, es ist ein Spiel. Klar möchte man gewinnen, in Anführungsstrichen. Aber ich finde, nur weil man stirbt, hat man doch nicht automatisch verloren. Du kannst doch trotzdem gute Punkte gemacht haben und vielleicht ein Pip oder irgendwas. Aber es geht so viel nur darum, oh, jetzt wird geslackt, zu entkommen. Aber das geht halt nicht immer. Und dann sind auch die anderen Mates nicht immer schuld. Vielleicht hast du selber einfach Kacke gespielt. Da gebe ich Tina recht, aber wie gesagt, es waren einfach zwei Arschgeigen. Es waren irgendwelche zwei Idioten, die uns da beleidigt haben und meinten, ihren Frust an uns ablassen zu müssen. Die haben aber auch echt gespielt wie die letzten Dullis. Also die waren sehr auf Krawall auch aus. Köder. Und ja, deswegen war es... Er ist weder bei Ash noch bei Nea. Doch, jetzt hat er den Nea. Deswegen war es halt klar, dass die uns da beleidigt haben, aber naja, passiert. Arsch hat sich null erholt. Habe ich mir in dem Moment auch gedacht, so, der Arsch hat sich null erholt. Und ich soll jetzt hier mein Leben opfern, um den aufzuheben. Er trappt vor Nea. Rappy kommt. Alter, war das knapp. What the hell? Jetzt sucht der Ash oder was? Echt gefährlich, was ich hier mache, ne? Keine Ahnung. Ash ist in der Shack. Okay, er hat mich jetzt. Aufpassen, dass man nicht in der Falle rennt. Also hat vor Nea hat er definitiv eine Trap gelegt. Du musst wenn dann von der Seite ran. Okay, dann von der Seite ran und... Lauf, Nea! Ja, was da habe ich mich in dem Moment auch gefragt und dafür opferst Anstatt du dich dann. Wegzulaufen mit geliehener Zeit. Das ist halt manchmal so, ne? Da opferst du dich für deine Mates und dann machen die so einen Blödsinn. Ja. Und Ash ist in der Falle. Jetzt kommt er nicht raus. Das wird doch nicht mehr hier. Alter Schwede. Das ist ein Scheiß. Der Trapper hat genickt bei Ash. Ach ja. Tja, jetzt brauchst du... Ah, du wusstest, wo ein Totem ist. Okay, der letzte Jen ist gleich an. Hatte das Totem zufällig gesehen. Nea hat Adrenalin, aber der Trappy geht zum Haken. Ich glaube, der hat nöt. Er steht bei Ash und nickt schon wieder. Oh, einmal hochheilen. Und so die Nea geht retten. Und hat er nöt? Ich glaube nicht. Kein Nöt. Er ist einfach nur wieder auf Ash gegangen. Da musst du jetzt wieder gucken, dass du nicht in irgendeine Falle rennst und dann Ausgang aufmachen. Nea wow. Jagt sich hier mit dem... Nee, geh raus. Ah, da war die Frage, ob ich mich da jetzt für opfern soll. Damit er alle noch slacken kann. Das ist halt immer, ne? Du musst ja, halt dich entscheiden, ja opferst du dich oder nicht, machst das Tor auf oder nicht. Wie machst du es richtig? Ich weiß auch nicht, ob Ash recovered ist. Der kriecht hier. Jetzt kommt voll der Arschloch-Move von der Nea. Das müsst ihr euch jetzt angucken. Die sieht mich da hocken, ne? Die hat mich 100 pro gesehen.
Und dann rennt sie so, dass Trappy mich definitiv auch sieht. Sie rennt jetzt raus. Das ist so. Der ist hinter dir. Der ist nur recovered, der Ash. Geh weg. Das Warum ist dann aber, recovern die nicht? Genau das. Wie doof ist das denn? Das ist einfach nur dämlich. Ja, dafür opfere ich mich dann auch nicht, ne? Manchmal verstehe ich die Taktik halt wirklich nicht. Nee, manchmal kann man das auch einfach nicht verstehen, was die Leute sich dabei denken. Ich gehe jetzt raus, so, tschüss. Genau. Damit wenigstens einer hier überlebt. Junge, Junge, was war das denn bitte für eine Runde, ey? Ja. Tina hat sich geopfert. Für mich. Dankeschön ich an dieser Stelle. Schon Danke an dieser Stelle nochmal, liebe Tina, dass du dich geopfert hast. Und ja. Ich glaube, wir gehen jetzt auch gleich weiter in die zweite Runde, ohne viel zu quatschen. Weiß nicht, was ich da noch erzählt habe. Keine Ahnung. Wir gehen weiter. So. Da sind wir. Runde Nummer 2. Und ist das jetzt ernsthaft genau die gleiche Map? Jo. Same Map wie die Runde davor. Juhu! Oh, super! Hey, das ist keine Wiederholung, Leute. Das ist eine neue Runde. Ja, da bin ich mit dem Bill an den Jen gegangen gleich. Ach, der Oni! Oh, er kommt zum Jen da, wo jemand arbeitet. Ja, da war hinten jemand im Feld am Gen. Okay. Ja, wir haben nämlich 2 Bills mit uns. Das ist schwierig. Genau. Und ein Bill wird gejagt und der andere sitzt bei mir. Und der Bill... der kommt jetzt auch natürlich auch instant zu uns gerannt. Ich habe mir jetzt auch einen Gen gesucht. Weil ich ziehe ja das immer magisch an, dass die Leute zu mir ja, rennen. Ja gut, wenigstens ist es ein anderer Killer. Ich habe irgendwie ein Wort vergessen in meinem Satz, aber es ist okay. Okay, ich bin auf der anderen Seite vom Haus am Gym. Das war ja eine doofe Idee. Ja, da hat er mich. Jetzt wird er gleich ragen. Das war dämlich, ne? Komplett ins Gesicht gerannt, aber mein Glück, er hatte daneben geschlagen. Also, ja. Da hat er nochmal daneben geschlagen. Also, der ist nicht sehr zielsicher, der Oni. Ich find's aber teilweise, wenn du dem entgegenrennst, dann schnallen die das nicht so schnell, die Killer, und hauen daneben. Das finde ich manchmal gar nicht so die dümmste Idee. Da war er dann im Rage. Ich hoffe, er raged nicht zu mir. Mein Gen ist gleich durch. Das ist das einzig Gute im Feld, ne? Okay, mein Gen ist an. Du kannst den Oni und so, die kannst du eigentlich gut abhängen, wenn die so im Rage-Modus sind. Wenn du da so im Kreis rennst auf dem Feld, ne? Okay, er geht zu meinem Gen. Ja, da wollte ich gerade zum Bill und ihm helfen und dann habe ich aber gedacht, nö, jetzt hat er reingeschissen. Und da kommt er auch schon, der Oni. Keine Ahnung, wo er hin ist. Ich glaube, da habe ich Tina gerade gesagt, dass er hier hinten hin ist. Ach, der ist wieder hintergegangen. Gar nicht mitbekommen. Ja. Einmal schnell hochheilen und dann mal gucken, was passiert, wa? Ja, super. Ich glaube, irgendwann jetzt gleich... Ja, immerhin werden wir den Oni ja zu 99% nicht im nächsten Archiv haben. Das finde ich schon mal gut. Genau, weil da haben wir nämlich jetzt angefangen, über das Archiv kurz zu sprechen. Da habe ich nochmal kurz erklärt, was das Archiv eigentlich ist. Und dann haben wir drüber gesprochen, wer denn im nächsten Archiv kommt. Und das Archiv, ich hake an dieser Stelle mal kurz eine Pause rein. Das Archiv ist ja im Prinzip so, ja, es sind so Sonderaufgaben, die du ja machen kannst. Und als Belohnung kriegst du Informationen zu den Mates und zu dem Killer. Und ja, hast da zusätzliche Blutpunkte. Und dann gibt es ja noch den Spalt, wo du so besondere Sachen bekommen kannst und so. Und ja, das ist ja das Archiv und der Spalt. Und jetzt geht es gerade in diese
In diesem Gespräch geht es jetzt gerade darum, wer ins nächste Archiv kommt, und das erzählt euch die Tina jetzt gleich. Ich will nur nicht immer ihr 150 Mal ins Wort fallen, das ist halt echt ein bisschen doof. Ich erkläre da immer noch mit dem Archiv im Übrigen, also weiß nicht, was ich da alles erzählt habe, aber... Gar nichts. Also ich muss sagen, Überlebende sind ja wohl Dwight und Kate, das finde ich super. Ich spiele sehr gern mit den beiden. Aber, Killer, Leute, haltet euch fest. Ich werde nie wieder DBD spielen. Es werden wohl die Huntress und die Legion. Und das sind mit meine Hasskiller. Neben Bubba, der ist halt noch schlimmer, aber die Legion, das Schlimme ist, die Runden ziehen sich so ins Unendliche. Ja, ich glaube, ich habe dann auch keinen Bock mehr. Ach, ich weiß nicht. Also ich freue mich nicht aufs nächste Archiv, was die Killer angeht. Ich mich auch nicht. Ich möchte dann, glaube ich, auch kein DBD mehr spielen. Also wenn du dann nur noch Legion und die Huntress hast, dann macht das echt keinen Spaß. Mach mal kurz Totem. Er ist auch direkt wieder auf den gegangen, der abgehakt wurde. So, aber hier hinten haben wir jetzt keine Gens mehr. Es ist doof. Ein Gen ist noch in der Scheck. Ja, dort gehe ich jetzt hin. Ich renne mal in die Check. Er ist auch schon angefangen. Und guck mal, ob... ich mache mal kurz noch ein Totem. Boah, ich gehe mal im Keller gucken, ne? Er ist oben auf dem... Ja, dort. Ich habe da im Keller geguckt, weil ich jetzt dachte, vielleicht... Jetzt fängt er an zu tunneln. Vielleicht kriege ich ja einen Schlüssel oder so. Eine Taschenlampe. Nee, er hängt ihn hier ins Feld. Da fiel mir dann gerade ein, dass ich noch eine Daily-Aufgabe hatte, also eine tägliche Aufgabe, dass ich mit einem neu gesammelten Gegenstand entkommen muss. Deswegen habe ich die da mitgenommen. Er kommt zu mir. Nee, er rennt jetzt Richtung Haus. Nee, er rennt hier um den Mähdrescher. Ja, was denn was jetzt? Was macht er denn nun? Keine Ahnung. Er geht zurück zum Haken. Der Odi, er kann sich nicht entscheiden. Was tut er? Aber ist mal das Totem kaputt. Ah. Ja, ja, er ist im Feld. Ich versuche langsam zum Haken. Beim Haken bin ich schon. Ist er vorbeigerannt. Zum Mähdrescher. Wow, jetzt hat er sich sterben lassen. Nein! Er ist dort vorne an dem Mähdrescher, jetzt Richtung Scheck, glaube ich. Ja klar, ich sehe es, glaube ich, gerade, dass er hier ist, ne? Pff. Alter! Ich habe aber auch manchmal echt Lack, ne? Auf jeden Fall ist dort ein Survivor mit, ja. Also mein Gen ist über die Hälfte. Boah, da gehen wir der Tina mal helfen, wa? Hi. Da. Ja, da ist eine Taschenlampe. Ja, habe ich im Keller gefunden, ne? Ach ja, ich erinnere mich gerade. Klar, aber es hätte... Okay, der ist hinten am Haus. Ja, ich war auch auf dem Weg. Ich erinnere mich gerade, wie die Runde ausgeht. Ich gehe hinten rum. Geh auch mit hinten rum. Lieber tritt noch ein Gen oder Bogen laufen. Gen kann er ja gar nicht mehr treten. Bogen laufen ist manchmal echt einfach besser. Keine Ahnung, ob der Nöte hat. Ich meine, ich sag das jede Runde, ich weiß, es tut mir leid. Aber im Moment haben ja fast alle Nöd. Nöd. Ja. So. Oh nein. Da habe ich zu Tina gerade gesagt, war die rennt da am Haus rum. Oh mein Gott, ich glaube, sie kommen. Ich dachte, er kommt. Ja, dann kamen sie aber doch nicht. Er jagt sie noch. So. Ja, da haben wir überlegt. Kann halt dich jetzt one-hitten. Nee. Ich wollte auf mich. Ja, ich wollte den Bill in dem Moment auf mich aufmerksam machen und sagen: Hallo, komm hierher.
Wir tanken für dich einen weg, aber dann kam er irgendwie ewig nicht. Wir können nur warten, dass sein Rage-Mode aus ist. Entschuldigung. Nee. Ja, da hat es mir dann gereicht. Da bin ich dann dazwischen gegangen. Los! Schnell! Genau. Nein! Und dann habe ich gefragt, bist du raus? Nein. Tada. Da hat sie es voll noch weggeknüppelt, die Tina, ey. Das ist so kacke gewesen. Ey, wirklich, beim Rausrennen. Ja. Wie kacke ist das? Ich habe die ganze Runde nicht gesehen. Und jetzt? So eine Scheiße. Und warum? Weil wir wieder altruistisch gehandelt haben und unsere Mates retten wollten. Genau deswegen passiert sowas. Sonst wären wir schön beide rausgekommen. Es ist einfach nur ärgerlich. Verdammt ärgerlich. Ja. Ich glaube auch. Ja. Da habe ich, glaube ich, gerade gesagt, dass wir Enzo schon mal als Killer hatten. Na gut. Das habe ich mit Absicht gemacht. Ich wollte, dass der noch einen Kill kriegt. Genau. Das war pure Absicht und ja, ich glaube, wir gehen dann jetzt auch gleich weiter in die dritte und letzte Runde für dieses Video, glaube ich. Denke ich. Ja, doch. Und letzte Runde. Und wir sind nicht auf der Farm, aber ich weiß nicht, ob mir die Vorschule jetzt besser gefällt. Nein. Vorschule ist kacke. da habe ich dann festgestellt, ich bin Obsession und bleibe im Busch hocken. Und dann habe ich noch festgestellt, wir spielen gegen Schwein, weil da steht ja so eine Sawbox. Ja, hinter so einem Backsteinhaus. Ich gehe jetzt Richtung Straße. Ja. Ja, das ist scheint halt, die auch zu sein. Das ist halt beim Schwein immer schwierig, dadurch, dass die ja crouchen kann und dann wie Ghostface so keinen Terrorradius hat, dann ja, kommt die immer so aus dem Nichts um die Ecke geschnitzt. Sie crouched hier hinten bei mir rum. Und dann erschreckt man sich. Ich renn sie wieder. Da wollte ich dann gerade an den Jen und dachte so, oh mein Gott, jetzt kommt die hierher. Ja, und dann bin ich wieder gegangen. Weg. Und da war Herzschlag weg. Totems weg. Also. Nee, sie ist jetzt in der Schule. Sie croucht in die Schule. Sie croucht wieder raus. Sie ist am Krankenwagen. Sie läuft. Ich weiß nicht, was sie macht. Sie croucht, dann läuft sie wieder. Sie croucht, dann läuft sie wieder. Aber hier ist kein anderer Survivor außer ich. Sehr unkoordinierter Killer auf jeden Fall. Also nicht, dass ich wüsste. Ich weiß nicht, wie lange ich da noch hocken bleiben will. An diesem Müllcontainer den Ach ja. Generator. Genau, jetzt. Jetzt habe ich gesehen, dass sie einen verfolgt und habe gedacht, jetzt könnte ich ja mal an den Jen. Vielleicht war er AFK? Ja, da haben wir gedacht, ja stimmt, der könnte AFK gewesen sein, weil der ist echt schnell umgeklatscht worden. Und ja, der macht jetzt auch den Arschloch-Move schlechthin, der Survivor. Der macht jetzt das, was man echt nicht machen sollte. Irgendjemand ist jetzt bei mir mit. Er war dann irgendwann nicht mehr jetzt gleich AFK. Und hat dann wahrscheinlich gemerkt, dass er am Haken hängt. Und wir sehen hier die Klödi, die wird gerade loslaufen. Wird losgehen und ihn retten. Und da war er dann nicht mehr AFK. Und seht ihr, was er tut? Nein, anscheinend Wow. Er lässt sie sterben. Klasse. Ganz Schwein ist bei mir. Ja. Das ist echt als Survivor das Mieseste, was du machen kannst, gerade zu Beginn der Runde. Dich einfach sterben lassen. Ja. So, jetzt renne ich hier gerade ein bisschen rum. Okay, gestunt. Ich glaube jetzt dorthin, wo der Jen fertig geworden ist. Weil dort hinten ist eine Palette. Ja, kann sie machen, weil wir sind ja gerade nicht mehr da hinten. Wir sind ja on fleek woanders hin. Gestunt. Lauf, Mac! Nicht stehen bleiben! Immer sehr gut, wenn Tina den Killer stunt. Das macht sie immer super. Ich krieg das nicht so oft hin.
Ah, die Tina weiß schon, wann sie ihre Paletten ziehen muss, ne? Ja, das war blöd. Jetzt liegt sie. Oh, ein Mist. Ich krieg eine Falle. Nein. Oh, ich weiß ja noch, ich bin gestern, wo wir offline gespielt haben, hatte ich eine Falle auf dem Kopf und ich bin mit der Falle gestorben. Das war echt bitter mit der Falle. Weil ich mich halt auch ein bisschen getunnelt hatte dann. Und dann habe ich es nicht mehr geschafft, die Falle loszuwerden. Ja, und dass sie dann einfach... Sie rennt an der Schule rum. Wo keine so ein Ahnung, wie. Kasten umgefallen oh, gestern. War ich traurig. So, jetzt gehen wir die Tina mal retten und dann... So, ich guck mal, dass ich... Oh nein! Da kam die Alte schon wieder. Sie hat was dabei, dass mir die Fallen nicht angezeigt werden. Das ist auch echt mies, ne, wenn man die... Oder ist das immer so? Und das zeigt es nur an, sieht, wenn die Falle aktiv ist. Nein, eigentlich sieht man die Fallen. Also diese Fallen entschärfen. Sie ist wieder bei mir, aber sie lässt mich, glaube ich. Nee. Sie geht wieder auf mich. Ja. Tunneln und campen, das ist halt das, was die Killer im Moment echt am besten können. Ich bin schon damit beschäftigt, diese Fallenentschärfer-Dinger zu suchen. Und was macht sie? Ja. Wow. Klödi ist bei mir, aber sie kommt zurück. Sie hebt mich hoch. Geht ins Haus. Och Mann! Ich hasse solche Schweine im wahrsten Sinne des Wortes. Dass sie mich da eben nicht gesehen hat, wo ich die Treppe runter bin. Ich hab mich echt so gewundert. Dass sie mich da nicht gesehen hat, hat mich noch mehr gewundert. Ja, natürlich kommt sie zu mir. Alter. So, und jetzt denke ich mir so, jetzt haue ich mich dazwischen, dass sie von Tina ablässt. Ich weiß aber nicht, wohin. Ja. Ich sehe nur deinen Kopf am Bildrand. Habe ich Flink? Nein, ich habe keinen Flink, egal. So. Wir sind jetzt beide verletzt und sie rennt trotzdem hinter Tina her. Das ist übel. Ja, ich stehe da. Sie folgt dir? Nee, sie folgt mir natürlich. Ich stand da und sie ist trotzdem hinter Tina her. Ich finde sowas absolut furchtbar. Danke für nichts, Amanda. Und das ist echt ein richtiges Tunnel und das geht gar nicht. Ja, ich weiß, aber... Da habe ich gesagt, es tut mir leid. Ich habe es versucht, aber... Wenn die Tunneln sind, da kannst du nichts machen. Wenn du das Opfer bist in dem Moment, bist du das Opfer. Das war's. Hast du geschissen, ne? Tina ist tot. Das ist ein Paradebeispiel. Oh, ich verstehe es halt immer nicht. Ihr muss doch bewusst sein, wenn ich die Falle auf dem Kopf habe, werde ich ihr doch nicht gefährlich, weil ich mache keine Gens in der Zeit. In der Zeit kann die sich doch beruhigt ein anderes Opfer suchen. Ich verstehe sowas auch nicht, ey, ehrlich. Was nimmt sie denn die Fallen überhaupt also mit? Also die Klödi macht in diesem einen Keller, in diesem Haus, also nicht in der Schule, den Jen. Man weiß halt immer nie, croucht die jetzt oder croucht die nicht. Aber hatten wir nicht die Runde, die Partyluftschlangen? Jupp. Ich glaube, das wird der Killer gewesen sein. Und der guckt jetzt, dass er einfach die Leute wegtunnelt und so seine Punkte kriegt. Richtig. Ich glaube, Schweine ist bei Klödi, ja. Was mache ich denn da? Links, rechts, vor, zurück? Na, in diesem einen kleinen Vorraum oder was das ist. Ach ja, da habe ich den Jen gesucht. Jetzt weiß ich es wieder. Die guckt hier bei Klödi unten in alle Schränke. Aber Klödi ist gut ausgewichen. In der Schule ist der Jen entweder da oben oder halt unten im Keller.
vor allem als Rang 10 Killer. Muss man anscheinend tunneln. Verstehe ich halt nicht mehr. Ja, ich verstehe auch so vieles nicht bei DBD, ja. Aber wenn die Leute halt der Meinung sind... Das war halt richtig blöd. Irgendwie, ich weiß nicht, ob Glüdi mit dem Controller spielt, aber das sieht alles irgendwie komisch aus, wie sie läuft. Ich glaube, man kann DBD am Computer gar nicht mit Controller spielen. Das ist gar nicht. Hm. Ina, weißt du das, falls du das hier siehst? Weiß es nicht. Und PlayStation und Xbox können ja nicht zusammen mit PC spielen. Also, wer weiß, was die Glüdi da gemacht hat. Nee. Also sie ist so halt so gerade weg von Glüdi, aber Glüdi guckt sich an. Ich weiß nicht. So, jetzt gehe ich noch mal gucken, ob ich Glüdi irgendwie retten kann. So, schleichi, schleichi. Und dann denke ich mir so, ach komm, ich renne jetzt einfach los. Und entweder sie klatscht mich um oder halt auch nicht. Und ja. Schauen wir mal, was passiert. Jupp. Das war halt echt blöd, ne? Ich hätte einfach viel schneller reagieren müssen. GG-Killer, richtig gutes Game. Wirklich. Das war aber auch meine eigene Blödheit. Es hat richtig Spaß gemacht. Man merkt, Tina ist ein bisschen angesäuert wegen dem Tunneln. Was aber auch verständlich ist. Es ist halt einfach kacke. Wie gesagt, und ich war auch dämlich. Ich hätte mich noch mal irgendwie ein bisschen besser verstecken können oder sie gleich runterholen können. Und nicht erst noch warten, bis der Killer rumläuft. Ich weiß, Baby, du hast Spielzeit. Wir sind gleich fertig. Ja. Das war's. Da bin ich dann auch mal hops gegangen. Naja, gut. Das war dann eine nicht erfolgreiche Runde, aber was willst du machen, ne? Wir hätten auch die drei Gens niemals anbekommen. Ja. Also. Von daher ist das jetzt aber halt ich so. Ich sehe halt gerade schon die Punkte und ich denke mir, die Glüdi, die ist jetzt bis zum Schluss im Spiel gewesen. Und sie hat deutlich weniger Punkte als ich, die schon tot ist. Also viel gemacht hat sie halt auch nicht. Ja. Die Mates braucht man dann auch nicht. Also nee. Es ist. Die braucht man dann definitiv nicht. Ja, und ich weiß jetzt nicht, inwieweit jetzt hier noch was kommt oder nicht kommt. Deswegen sage ich an dieser Stelle jetzt einfach mal, ich hoffe, das Nachvertonen war für euch okay. Nur wir hatten jetzt nicht noch die Zeit, noch mal eine Folge aufzunehmen, weil wir müssen ja auch immer gucken, wie wir mit unserer Zeit wirtschaften. Und ja, I'm so sorry. Das nächste Mal ist das Mikro gleich wieder an und ihr bekommt auch wieder ordentliche, realistische Gespräche ohne dieses Nachvertonungsgedönse. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Ich meine, die Bilanz war ja eigentlich ganz gut von dieser Folge. Ja, also für Tina nicht, aber für mich. Also ich bin zweimal entkommen und Tina ist leider immer gestorben, weil sie wurde aber auch jetzt echt in der letzten Runde hardcore getunnelt. Und beim zweiten Mal, in der zweiten Runde, war es auch echt einfach mega Pech, dass sie da im Ausgang vom Uni noch umgeklatscht wurde. Ja, dumm gelaufen. Aber ich bin schon mal raus an dieser Stelle. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt hier noch Gespräche kommen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das so für euch okay war. Ich hoffe es. Offensichtlich sagt Tina nichts mehr, nur noch ich. Ich gehe von aus, ja. Okay, doch. Ich weiß aber nicht, was. Tschüss.